Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen heute das Trivolo Big Pack. Und natürlich bin ich nicht alleine. Er kennt ihn. Fängt schon wieder super an, ne? Ja, manchmal ist das so. Ja, auf jeden Fall bekannt aus Boah, heute habe ich es auch echt mit der deutschen Sprache. Auf jeden Fall. Der Tagun ist heute mit dabei. Moin, Leute. Ja, und erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ja, kein Problem. So, ich glaube... Du kommst aber wirklich mörderabt bei mir an. Also nicht wundern, falls ich mal nicht antworte, weil ja. Ich hab's dann einfach nicht gehört. Ja, ich weiß endlich, was ich momentan mit meinem... Internet. Ja, das kommt schon doch irgendwann. Ich würde sagen, kannst du mich mal hier ein bisschen rumführen, was es hier schon so alles gibt. Ja, unter anderem hat er Street Digger 2 eine Mobfarm angefangen zu bauen. Die ist aber noch nicht fertig. Da hat er hier diese Conveyor Belts. Da musst du aufpassen, nicht springen, ansonsten Shift drücken und dann wirst du nicht weiter nach vorne geschoben. Aber das kennst du ja, ne? Ja, ich kenne die Dinger. Es geht tief runter. Er hat das Ding wirklich so tief gemacht. Ich glaube, über 42 Blöcke, sagte er in einer der letzten Aufnahmen, die ich gesehen hatte. Also, damit auch Endermen nach unten fallen können. Wow. Ob das so funktioniert, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ah, das wird man ja sehen. Ja, sagt, also dann gibt es noch den Zugangsschacht, den hat er dann hier hingebastelt. Da kommst du dann runter und dann kommst du dann auch ganz, also ganz unten dann in die Kammer. Da hat er dann einfach nur vier Trichter gesetzt. Und Trichter sind angeschlossen an eine Doppelkiste, wo dann der Loot gesammelt wird. Also die sollen nicht, die Mobs, die runterfallen, die sollen nicht noch mit einem Herz überleben, sondern die sollen direkt kaputt gehen. Es geht nur um den Loot, um nichts anderes. Also nicht um EXP oder irgendwas. Ja, hier haben wir noch zwei Hühnchen und den guten Kladdo. Ach, ist nicht wahr. In rosa. Naja, dann hier ganz normal der Schmelze. Jo. Mit Redstone-Klops ist denn zurzeit gerade drin. Ja, gar nichts. Ist nicht so viel. Aber davon reichlich. Ja, sehen die vielleicht auch. Dann ein wunderschönes Wohnhäuslein mit zwei Stockwerken. Also das ist dann hier immer... Ein Zimmer, zwei Zimmer, auf der anderen Seite sind halt nochmal zwei Zimmer. Ich denke mal, das wird der Lord Warne hier hochgezogen haben, weil er hat auch schon das Grundhaus gebaut und wir haben sogar in der Küche noch eine Bibliothek. Yay! Unglaublich, aber wahr. Na, gut versteckt, ne? Ja, das ist, da sind glaube ich Kochbücher oder so. Ich weiß es nicht. Da muss man hoffen. Ja, genau. Ja, dann ansonsten hier noch ein bisschen Tinker-Zeugs reparieren kannst und. Felder, die hab dann mal mit Lord Levane zusammen, also mit Marvin. Aushilfs-Marvin, aber das ist ja eigentlich nicht er, das bin ja eigentlich ich. Naja, ja. Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir die zusammen angelegt. Felder, man braucht ja auch ein bisschen Happer. Wobei ich mich frage, hatten wir nicht Kürbisse und Melonen? Das ist eine Weiß gute ich jetzt Frage. Gar nicht mehr. Das hier ist, glaube ich, nur zum Verdichten. Also auf der einen Seite Erde reinschmeißen, dann hier Auto-Workbench, da wird es dann in die Blöcke, in die Kompresst reingepackt. Das Kompresst geht, glaube ich, lass mich nicht lügen, achtfach, neunfach, zehnfach. Das heißt, man braucht immer neun Erdblöcke, um einen Kompresst-Erdblock herzustellen. Neun Kompresst-Erdblöcke, um einen Double-Kompresst herzustellen. Dann Triple, dann Quad und naja, ihr kennt das ja immer weiter, immer, ne, also dann der spart auf jeden Fall unheimlich Kistenplatz. Unten für Cobblestones und da sind auch schon welche drin, Triple und Quadruple oder wie auch immer, also ein Quad, also ein vierfach verdichteter. Ihr konntet mir hoffentlich so hype folgen. Dann unser Lager ist jetzt noch nicht besonders viel. Also hier geht es dann nochmal aufs Dach, falls wir noch eine zweite Etage draufbauen wollen. Mhm. Ein paar Sachen haben wir natürlich schon gesammelt und da fällt mir gerade auf, kann ich auch gleich die Tänen nochmal wegschmeißen. Ach nee, Kaktussen. Ja, also wir wollen ja hier schon auf die deutsche Rechtschreibung achten, ne?
Genau. Eigentlich wäre ja Kakteen richtig, ne? Aber naja. Wie immer, unser Lager. Ja, hier ein paar Bookshelves, wo so die ersten Tools drin sind, die natürlich keiner mehr benutzt. Alles aus Stein und Flint. Damit fängt man ja immer an. Ja, und hier habe ich noch nicht gesehen, worum es hier geht. Auf jeden Fall kommt auf der einen Seite das draus. Ich glaube, das ist eine Vervielfachung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, das müsste die das müsste soweit ich weiß, die Erzverdreifachung sein von Mechanismen. Ja, Verdreifachung, glaube ich, ne? Mhm. Also macht stark so den Eindruck. Im Moment wird gerade Osmium-Erz durchgejaucht. Das ist so das Einzige, was noch da ist. Und ich darf schon die Truhe nicht öffnen. Ja. Ich glaube, mein Ping ist gerade zu schlecht. Von daher, Wasser bekommt es von hier unten. Ne? Also hier unten ist dann so eine unendliche Quelle angelegt worden. Ach. Weil Wasser braucht da der ja, Elektrolytik-Separator. Sonst funktioniert der nicht. Ja, das sieht so aus wie Maschinenhalle. Also wie gesagt, hier drüben geht es dann auch gleich weiter mit irgendwelchen und noch ein Crusher. Die Chest, ja gut, okay, da sind jetzt noch zwei Kohle drin, aber es ist, glaube ich, nichts mehr zum Verarbeiten da. Von daher sollte da keine Kohle mehr rausgezogen werden. Ja, ist doch schon mal einiges da. Leitungen haben sie schön unter der Erde versteckt. Ja, und hier dann natürlich brauchen ja auch noch irgendwie ein bisschen Strom, ne? Und deswegen von daher hier die Stirling-Generatoren. Ja. Pulverizer und Furnace, also Redstone-Furnace. Ja, die ganzen Basics. Ja, genau. Ja. Ja, viel weiter sind wir noch nicht. Also von daher, ne? Das ist auf jeden Fall schon das bisher. Erstmal das. Naja, ansonsten drumherum natürlich ein bisschen ausgeleuchtet. Ach, wir können nochmal hingehen. Da ist ja auch nochmal ein bisschen was gewesen. Und da haben wir uns dann hier... wer hat da eigentlich ein Bett hingebaut? Wie auch immer, auf jeden Fall ist am Bett. Für schnell. Hier haben wir dann angefangen, unsere Erze farmen. Da ist der Crazy mal ein bisschen enraged gegangen. Hat hier, wie gesagt, der hat sich dann, einen Bronzehammer hat er sich gecraftet. Ich glaube, Bronze war es, Eisen oder Bronze. Auf jeden Fall ist er mit dem Ding dann erstmal komplett durchgedreht und hat dann mal hier angefangen, ein bisschen auszuheben. Wird auf jeden Fall genügend sein und von daher, also da sind wir dann auch an die ersten Erze rangekommen, die wir so brauchten. Ja, das sieht doch ziemlich nach crazy aus. Ja, wie gesagt, der ist hier einmal durchgehuscht und dann sah das halt so aus, wie es aussieht. Ich glaube, das werde ich irgendwann... Du weißt ja, bei Crazy ist ja der Name Bram, ne? Also von daher... Ja. Den kenne ich ja nur zu gut. Ich musste nur mal kurz schnell ein Stück Kaffee trinken. Das ist ansonsten, wenn man hier immer so am Schnacken ist, ne, dann irgendwann wird der Mund fusselig. So, zack, Tür. Naja, das gefällt mir auch noch nicht. Ne? Normalerweise habe ich es immer ganz gerne, wenn vor und hinter der Tür eine Druckplatte ist, damit sie einfach wieder automatisch zugeht. Mhm. Ja gut, von außen drucken ist immer so eine Sache. Weiß ich nicht. Weil wir ja hier noch keine Stadtmauer drumherum haben. Achso, das ist auch noch so ein Ding, was wir wahrscheinlich bauen wollen. So eine Stadtmauer außenrum und dann mal gucken. Sieht denn das aus bei dir mit Essen, hast du? Ich hab gar nichts. Ich hab 16 Level, das war's. Ja, hast du erstmal Möhren. Dankeschön. Bisschen vegetarische Kost. Ja, wenn du dir noch Werkzeug herstellen willst und so, ne, weißt ja, ne, hier einen Attacke Hü, ne? Es wird auch schon wieder dunkel, ich würde sagen, wir gehen nochmal schnell eine Runde. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, schade, dass das hier nicht so ist wie bei Astronomie, weil mit dem einen Quest, mit dem Bettquest, kann man sich ja, wie gesagt, einen Schlafsack freischalten. Und dieses Ding mit dem Schlafsack finde ich gar nicht schlecht. Das ist ja, gut, es ist eigentlich vom Prinzip, es ist ein normales Bett, funktioniert wie ein normales Bett, sieht halt aus, itemmäßig wie ein Schlafsack. Und ja, finde ich gar nicht schlecht. Ja, der Sleeping Bag ist, also dieser Schlafsack ist echt eine geile Idee. Den habe ich mich teilweise auch verliebt. Ja, die,
Also die Schlafsack-Idee, die finde ich geckig. Das hat irgendwie was. Also ich, ja, den Basalt, den wir haben ja, hier hinten haben wir ja noch, also Doppelkisten voller Basalt ohne Ende. Hier hinten, da haben wir angefangen, was zu tun, der Lord Levane und ich. Da Trivolo noch nicht weiß, ob ein Spiel kommt oder nicht, lassen wir das mal noch als Geheimnis, denn Bietiger 2 hatte das auch in seinem Elb angesprochen. Er hat aber auch nicht verraten, es ist, und von daher halte ich mich auch bedeckt. Wir haben einfach nur angefangen zu bauen und das ist erstmal das Ergebnis. Was es wird, verraten wir natürlich nicht. Also weil wenn die Mod nicht ins Spiel kommt, brauchen wir es wieder zurück. Und wenn die Mod ins Spiel kommt, ja, dann wird es brauchbar und dann klären wir das natürlich auch auf. Also ich habe bisher keine Ahnung, was das wird, bin ich ehrlich. Ja, sieht witzig aus, ne? Ja. Ist aber eigentlich gar nichts Weltliegendes. Eigentlich sehr, sehr simpel. Also da lasse ich mich mal überraschen. Ja. Gut, okay, dann werden wir mit der Führung endlich durch. Jetzt dem, was du machen wolltest. Kannst du ja vielleicht mal erklären. Ja, also ich hatte dann mal vorgehabt, ich wollte mich mal hier in diesem Berg niederlassen und auch diesmal kein Maulwurf-Let's Play machen, also nicht nur im Berg leben, das war's. Wir bauen uns auch diesmal ein schönes Häuschen oben auf dem Berg drauf. Da habe ich auch schon eine Idee, was da drauf kommt. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal so ein bisschen Grundausrüstung machen, oder? Ja, das ist, also du brauchst auf jeden Fall Schäufelchen, ja. Hämmerchen, weiß nicht, willst du gleich hier irgendwie Madhawk irgendwie sowas machen, oder? Ja, sogar erstmal. Nee, Quatsch, wie heißt denn das andere Ding da von den Tinkers, wo du gleich richtig Fläche mit abbauen kannst? Du meinst. Also Hämmerchen hätte ich zur Not. Also Bronzehammer und Lumber-Ex. Ja. Auf jeden Fall am Start. Schaufel habe ich, aber ich weiß gar nicht, wie viel. Gut, hier ist gar nichts drin und hier war ja auch nichts drin. Ne? Wir müssen erstmal die Erze suchen. Also da sind noch 8 Osmium drin gewesen. Die müssten ja dann. Nee, da sind sie auch nicht, aber da müssten sie hier hinten in der Halle müssten sie drin. Also hier ist auf jeden Fall Osmium drin. Ja, sonst mach aus Eisen, weil Eisen ist echt schmutzig da. Dann nehme ich mir jetzt mal. Geht ja auch ums Rap, ne? Weil ich habe nur Bronze-Sachen. Ey, ich habe ganze zwei Bronze Wagen in der Tasche. Das ist ein bisschen wenig. Ja, das. Sonst müssten wir hier einschmelzen. Kann ich mal reinschauen? Also Kupfer ist lang und schmutzig da, Kupferdust und Tin Dust ist auch lang und schmutzig da. Ja, da kann ich hier nirgendwo reinschauen. Also hier da. Ah, du kannst nicht reinschauen. Kann sein, versuch mal die Schaufel aufzuheben. Die habe ich. Das geht, ne? Ja. Ja, gut, okay. Dann müssen wir das anders machen. Wollen wir ein bisschen Kupfer und ein bisschen Zinn einschmelzen? Oder was meinst du? Ja, so ein bisschen Bronzeausrüstung wäre nicht schlecht für den Anfang. Ja, deswegen. Also dann machen wir Bronze Warum liegt eine Schaufel da bitte schön noch? Die hatte ich dir zurückgeworfen, aber ich sehe die auch. Ja, das Schöne ist, ich habe eine Hand. Ich habe sie schon aufgehoben, sehe sie hier aber noch. Okay. Deine Leitung ist, glaube ich, ein ganz klein wenig laggy, ne? Ja, heute habe ich da irgendwie so einen Wurm drin. Also wie gesagt, ich sehe meine Schaufel noch nur da liegen, aber ich habe sie, wie gesagt, im Gepäck. Komm, wir gehen ein bisschen einschmelzen. Aber bauen müsstest du können, oder? Also die Tinkers hier, den Table, kannst du doch benutzen, oder? Ich hoffe es. Ja, die kann ich aber benutzen. Also ein Excavator oder sowas wäre für solche Angelegenheiten, glaube ich, jetzt nicht die schlechteste Idee. Nee, nicht so wirklich. Also ich werfe mal 64 Kupfer rein. 64 durch 3. Ja. Moment, Handy? Ja, weil wir irgendwie brauchen ja noch Zinn, sonst wird das wieder nix. Das müsste irgendwie sowas um die 21 sein. Ja, machen wir, haben wir gleich. 64 durch 3 ist 21,33. Na gut, muss ich 22 reinwerfen. Lässt sich nicht vermeiden. Wenn wir sie reinkriegen, ist die Frage, ne? Nein, kriegen wir nicht. 6 Stück muss ich nochmal nachwerfen. Ja, passt ja. Gut, dann kann ich aber die anderen 10 schon mal wegbringen. Also wie gesagt, ein paar Nuggets haben wir übrig, aber das ist ja nicht weiter wild.
dann mache ich mich mal hier hilfreich und ernte mal so ein bisschen was Zeug hier. Kann man immer gebrauchen. So. So. Bei ein paar Tools brauchst du ja. Ne? Also ich denke mal, damit werden wir ganz gut hinkommen. Ne? Das war ja jetzt hier die das Verdreifachung. Ne? Genau. Und so. Molten Copper haben wir da nicht noch irgendwo. Bronze, jawohl. Was hast denn du da jetzt rausgefahren? Hm? Der Glock. Ich hatte mit der Glock noch gar nichts gemacht. So haben wir den Aluminiumbrass da jetzt gerade rausgeholt. Okay, das ist interessant. War da vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen Gold drin oder sowas? Ja, und vor allen Dingen, es ist noch irgendwas. Ich muss den kurz abbauen, den Table. Oh, jetzt ist er auch noch reingefallen. Da sind auch noch zwei Molds drin. Okay. Ja gut, jetzt ein Aluminiumbrass und so ein halbes war noch da. Ach so, das passt nicht mehr ran. Hast du zufällig Holz in der Tasche? Ich hab alles. Ich hab Holz, alles gut, alles gut. Gut. Ich muss nochmal schnell zwei Racks machen. Zack und zack. Da haben wir auch die beiden Racks. Und eins noch dahin. Und dann können wir auch die Bomben aufhängen. So, sollte gleich soweit alles soweit fertig sein. Hoffen wir mal. Ich bin jetzt ja auch mit dem Abwenden fertig. So. Ah, drei Ingots haben wir übrig. Das ist okay. Die holen wir dann so raus, ne? Gut, dann kann ich mal die Glock anwerfen. Ah, nein, halt. Oh. Immer ruhig. Ja, ich wollte. Wo ist denn der Ingelcast? Ingelcast ist hier oben. Ja, dann hauen wir auf den Table und ab dafür. Ja, warte, wir wollen ja jetzt schon, weil wir. Ach so, du willst ja direkt gießen. Ja. Entschuldige. Ich war ja schon wieder ganz andere Baustelle. Ich war ja schon wieder beim Lernen. Ja. Ja, weil ein paar Bronze brauche ich auch noch für reparieren und so. Mhm. Aber ganz ehrlich, hier diese Tinkerschmiede, die mag ich richtig. Mit dem eigenen Equipment zusammenbauen. Finde ich richtig schön. Ja, Tinkers hat was. Aber ich habe festgestellt, Space Astronomy, was ja auch noch so ein Projekt von uns ist, da hast du zwar auch Tinkers Tools, aber finde ich nicht so schön, weil du die nicht leveln kannst. Also ich finde das mit dem Leveln finde ich einfach besser. Ja, normalerweise kann man bei Tinkers das so machen, dass du halt dieses Werkzeug machst und dann kannst du frei bestimmen, was du da drauf tust. Du hast ja direkt von Anfang an schon drei Modifier oder kannst dann auch schon mehr drauf tun. Ja, aber das mit dem Leveln, wie gesagt, das ist eine schönere Sache. Und wenn es dann auch per Zufall der Modifier draufkommt. Mhm. Weil ich meine, jede Schaufel braucht Glück, oder? Ja. Also, dass man so... Naja, so verkehrtes Glück eigentlich gar nicht. Kriegst du da... Also das mit dem Mosey finde ich ja auch nicht schlecht, ne? Das ist ja hier dann irgendwie, ne? Autorepair, ne? Das finde ich eine ganz nette Sache. Jo. Komm, dann... Benennen wir den auch mal, den Excavator. Dann habe ich jetzt mal hier einen Doschkavator. Ja, Excavator ist ja hier, ne, falls du irgendwie mehr Erde abbauen willst, weißt du ja, ne, mit einem 3x3 Grid. Habe ich auch mal gerade. Ich denke mal, den werden wir da oben gut gebrauchen können. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du dir noch irgendwas anderes casten willst, vielleicht noch irgendwie ein Schwert oder. Ja, ich glaube, da wir auch ziemlich viele Berg machen werden, wird auch ein Hammer nicht schlecht sein. Ja, nee, deswegen, mach mal einen Hammer. Mach dir mal noch eine normale Schaufel, eine Bronzeschaufel und eine normale Bronzespitzhacke, weil du kannst ja nicht immer alles mit 3x3 umkloppen. Ne? Nee, das könnte ein bisschen problematisch werden. Deswegen, also das brauchst du ja auch noch. Und ein Schwertchen bräuchtest du vielleicht auch noch. Ja, dann mache ich mir mal diesmal ein Rapier. Mach dir mal eine Komplettausrüstung, weil es geht ja kein Weg vorbei. Du willst ja hier noch ein bisschen länger spielen und von daher brauchst du das dann natürlich auch alles. Ja, das auf jeden Fall. Da müssen deine Zuschauer jetzt durch, die müssen dir jetzt suchen, wie du Tools herstellst. Ups. Das ist halt eine Grundvoraussetzung dafür. Ja, aber die können das ab. Und wenn nicht, kann man immer noch umschalten. Es gibt genug anderen Content auf YouTube. Ach was. Ja. So, und das war dann jetzt noch für den Hammer eine Tough Tool Rod. Wo habe ich es denn getan? Hier.
So, das. Ja, das Blöde ist immer, dass du nicht siehst am Drying Rack, was dranhängt. Ja. Dass er die dann nicht mehr erkennt, ne? Im Dark, das ist jetzt das Tough Binding oder nicht, ne? Ja, da musst du dann wirklich die Augen aufhalten. Ja, ja, das ist ratzfatz, hast du nämlich die falsche erwischt und dann wunderst du dich hier, verdammt, warum geht denn das nicht? Oh, wir müssen mal eine Runde pennen gehen. Ja, und ich merke jetzt auch schon gerade, die Folge ist bei mir jetzt auch jeden Moment schon vorbei. Ja. Ja, gut, dann kannst du ja Folge beenden, während ja. aufgeht. Ja, kann man machen. Ich würde sagen, das war dann die erste Folge vom TBP. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut dann nochmal beim Streetiger vorbei und nimmt Trivolo jetzt eigentlich hier auch auf oder streamt ihr das nur? Ich glaube, Trivolo, der streamt nur. Okay, dann schaut doch mal, wenn Trivolo online ist, in seinem Stream vorbei. Werde ich auch in der Videobeschreibung verlinken. Und ich würde sagen... Ja, Twitch, Trivolo. Genau. Obwohl er mich jetzt wieder hassen wird, weil ich immer Trivolo sage. Er will aber Trivolo genannt werden. Also die Betonung auf der ersten Silbe. Ja. Naja, bei uns war er damals nur unter einem Namen bekannt. Der alte Mann. Ja, genau. Gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.